So, da sind wir wieder und Florian Billek steht auch schon bereit. Ich schaue nochmal nach unten. Gleich müsst ihr uns eigentlich hören. Ja, alles gut. Er hört uns. Hi Flo, grüß dich. Sieg für den HSC 32-23. Deine Einschätzung zum Spiel heute? Ich glaube, es war verdient. Wir hatten uns ein paar Sachen vorgenommen und ich finde, wir haben das über einen ganz langen Zeitraum heute umgesetzt. Wir waren emotional, wir waren bissig, wir waren gallig auf die zwei Punkte und ja, wir haben gesagt, wir wollen so einen kleinen Turnaround schaffen heute, bevor wir dann nochmal 10 Tage Zeit haben vor dem nächsten Spiel, wo wir noch ein bisschen was arbeiten müssen und ich glaube, das haben wir heute bravourös gelöst. Noch ein Wort zu den Fans, die sind heute wieder auch gut mitgegangen, oder? Ja, Logo. Also ich glaube, man weiß ja sowieso, dass Coburg ein begeisterungsfähiges Publikum hat, aber es ist einfach unsere Aufgabe durch Leistung und selbst durch Emotionen dafür zu sorgen, dass der Funke überspringt und wenn der einmal überspringt, dann ja, ist das eine unfassbare Unterstützung und ist ja nicht umsonst so, dass wir hier ganz lange nicht verloren hatten und ja, das muss es auch wieder werden, dass hier keiner herkommt und hier uns irgendwas wegnimmt. Dankeschön Flo für das Interview, wünsche dir einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke. Ciao.